Willkommen zurück zu Nightwish und, nee, Nightshift, mit dem Kapitel Nummer 6. Wir sind ein bisschen Lies of More, vielleicht ändere ich das gleich noch, aber jetzt wollen wir noch mal schauen, was er zu sagen hat. Ich hoffe mal, er spricht selber, dass ich es nicht wieder übernehmen muss. Wir schauen mal. Wie meint ihr? Oh, verdammt. Thaddeus erschlagen? Wir wollten ihn eigentlich retten. Okay, das machen wir. Ja. Also, ich lese gleich nochmal vor. Wir. Ach, es ist halt. Es ist, wie es ist. So. Es gibt übrigens keine Version, das hier in Schnee zu spielen. Deswegen nehmen wir zumindest mal Herbst. Das haben wir auch, glaube ich, noch nicht gehabt. Okay, wir schauen mal. Was hat er denn heute zu sagen, der Chef? Mhm. Jetzt ist es an der Zeit für den zweiten Teil unseres Plans. Geht nach Terraopolis. Dort findet ihr ein Festmahl der Vasallen der Königin statt. Nee, dort findet es statt, genau. Der Hauptmann der Gefängniswachen, Gromtar, wird auch an dem Festmahl teilnehmen. Ihr müsst ihn bestechen, damit der Thaddeus erschlägt. Thaddeus erschlägt, genau. Wie Thaddeus erschlägt. Ihr? Thaddeus erschlagen? Ja, verrückt, wir wollten ihn eigentlich retten. Vertraut mir, das ist die einzige Möglichkeit für Thaddeus, den Clown der Königin zu entrinnen. Wenn sich Thaddeus Seele von seinem Körper befreit hat, wird sie aufsteigen, um die Unterwelt zu verlassen. Wir werden sie dann einfangen. Anschließend müssen wir uns um den Körper von Thaddeus kümmern. Der Körper ist für die Wachen uninteressant. Wir werden die Wachen mit ihren eigenen Waffen schlagen. Bestechung und Verrat. Sucht nach ihm in der Nähe der Arena. Es ist ein riesiger Minotaurus, den ihr leicht an seinem weißen Fell erkennt. Kein anderer Minotaurus hat ein ähnlich weißes Fell. Ah, eine Kleinigkeit noch. Menschen sind in Terraopolis nicht willkommen. Kolbeck, du wirst dich... Wie Kolbeck? Du wirst dich als Fürst der Finsternis ausgeben müssen. Der Seine und so weiter. Dieser Teil gefällt mir besonders. Was macht ihr so lange? Ich muss die Statue vorbereiten, die den Kristall für Thaddeus' Seele aufnehmen soll. Ich werde ein geöffnetes Portal für euch zurücklassen. Wenn ihr eure Aufgabe erfüllt, könnt ihr es nutzen. Ja, das ist doch hervorragend. Ich habe auch schon gelesen, es gibt irgendwas mit Geld, das man ran schaffen müsste. Irgendwie, man kann es sich auch erkaufen oder sowas. Das wären dann irgendwie 50.000. Guter Plan. Legen wir los. Jawohl. Haben wir aber nicht. 50.000, deswegen machen wir das anders. Hallo, was macht er? Ach, er bereitet das Portal vor. Ne, er ist schon mal weg. Kann ich da? Ich bin auch weg. Natürlich. Eine Einbahnstraße sozusagen. Magische Natur. So, jetzt mal gegen. Wie machen wir das am dümmsten? Wir müssen mal gucken, was wir denn zu tun haben. Findet Gromtar, den weißhaarigen Minotaurus, den Hauptmann der Wache. Genau. Wie gesagt, irgendwas ist da mit Gold oder Geld oder so oder wie oder was. Ich bin nicht so ganz im Bilde, was genau hier von mir verlangt wird, aber das macht doch nichts. Das wäre auch nicht das erste Mal. Diesen komischen Medusa-Ding habe ich nicht gefunden, deswegen... Nun gut, es muss auch ohne gehen, würde ich mal sagen. Nur, okay, wir müssen ins Zentrum. Ja, vielleicht sollen wir doch lieber erstmal diese Insel hier erkunden. Genau. So, komme ich da hin? Jawohl. Ein Heilapparat. Moment, wieso ist das? Kommt mir das so vor, das ist ziemlich leise. Ja, vielleicht habe ich ein bisschen mit den Ohren. Ja, wenn ich ein bisschen übermüdet klinge, das bitte ich zu entschuldigen. Ja. Lässt sich leider nicht vermeiden. Aber ich denke mal, das kriegen wir irgendwie immer schon gebacken, oder? Würde ich auch sagen. Da ist schon mal Feind. Das ist super. Ich wünschte, man hätte irgendeinen Zauber, womit man das gleich beenden könnte hier, diese ganze Spielerei. Wie zum Beispiel... Ja komm, mit Lähmung. Die ist so gut wie fertig. Ich kriege jetzt noch ein paar Bisse in den Hintern. Und unser Wölflein ist bereits tot. Wie kann das sein? Ja, unser Hündchen. Na gut. Die wird zwar gehetzt von unseren Leuten, aber irgendwie bringt das nicht so viel. Und dann knallen wir sie einfach ab. Ach Gottchen. Und die nächsten Hündchen auf den bösen... Halt, sind die jetzt komplett unbesiegbar? Ist das, habe ich das richtig verstanden? Was ich mich auch gefragt habe, ist, wenn die doch dieses Unverwundbarkeitsschildchen anhaben,
Wie können sie sich ja gegenseitig bekämpfen? Oder wie? Oder verstehe ich da irgendwas nicht so richtig? Ja, ja, wieder irgendwas verloren. Das kommt in den besten Familien vor. Wir machen wieder Terror. Lassen die Gegner im Amok antreten. So. Bin auch manchmal ein bisschen, ja, nicht so ganz im Klaren, wann der Zauber denn wirkt, den ich hier wirke. Oder wie? So. Jetzt mal Ruhe hier. Der dürfte sich gleich selber eliminieren. Und den dümmlichen Priester machen wir auch mal alle. Ja. Es wirkt so leise auf dem Ohr. Warum ist so... Ich hoffe, das Spiel ist nicht so... Warum sollte das der Fall sein? Ich verstehe es nicht. Ich kann es nicht nachvollziehen. Ach, ich habe noch einen Wolf. Ah, oder einen Hund. Gut. Kann ich eigentlich von meinen eigenen Leuten zehren? Ja, Tatsache. Oh, clever. Wusste ich gar nicht. Und das ist ein Überraschungstrank. Na, ob das eine gute Idee ist? Ich weiß ja nicht. Ich weiß ja nicht. Genau, wir gehen einfach mal alle gemeinsam los und greifen irgendwas an, was nervt. Ach komm, da kann ich gleich alles hier lähmen. Muss ich mir mit so einem Quatsch nicht aus... Ah, Arena. Und da sind schon die ersten Arena-Quatsch, Minotaurenhändler. Interessant. Gut. Machen wir den Fernkämpfer weg. Und wenn sie rankommen, lähmen wir... Was ist das nochmal? Pilou oder sowas, ne? Sumpf-Pilou Mephitis. Von mir aus. Also irgendwie müssen wir an dieses komische Geld rankommen. Wie auch immer das vonstatten gehen soll. Ich glaube, man kann es irgendwie bei den Händlern erhandeln oder so. Aber ist das nicht das, was es so teuer macht? Ich weiß es doch auch nicht. So. Hier einer mit einem dicken Knüppel unterwegs. Das macht aber nichts. Knüppel, da haben wir ein Mittel dagegen. So. Ja, Schaden ist gut. Das gefällt. Das hier vorne bitte mal alle machen. Na gut, hätten wir auch standardmäßig machen können. So viele Tränke. Aber die Frage ist, soll ich die wirklich nutzen oder ist das eher, hat es einen negativen Effekt? Das hier zum Beispiel. Jetzt nimm, beweg dich. So, ist fein. Oh, hoffentlich bin ich nicht genervt heute. Wir wollen es nicht hoffen. Ja, mit der Geduld ist das halt so eine Sache, nicht? Nicht? Vor allem, wenn man ein bisschen übermüdet ist. Da kann schon mal sein, dass man... dass einem der Kragen schneller platzt, als es einem lieb ist. Aber so ist es nun mal. Ja, komm. Sehr merkwürdig. Vielleicht sollte ich erstmal um diese Arena herum erstmal aufräumen und dann nach innen laufen oder so. Und die laufen schon wieder... nee, doch nicht sonst wohin. Okay. So, die Hündchen halten auch nicht mehr das... Ach ja, da komme ich nicht ran. Macht aber nichts, wir können es... Das wäre natürlich genial. Da könnte ich mich jetzt... Da wäre ich absolut unbesiegbar. Ah, ich komme nicht mehr runter. Gut, dass ich mich wieder wegteleportieren kann. Eine Aufgabe. Die wird bestimmt ganz besonders gut sein. Wir... Aha, Hexe, die machen wir alle. Ach nee, das ist wieder so eine Auftragsgeberin Hexe. Hoffentlich auch ein guter Händler für schicke Zaubersprüche und vielleicht gute Regenerationssachen. Da hätte ich ja richtig... Bleibt stehen, junger Mann. Genau. Tretet näher. Mögen die Götter euch beschützen, etc. pp. Ich habe mir des Morgens die Karten gelegt. Was habt ihr auf dem Herzen? Ich fühle und rieche einen Menschen. Ist hier jemand? Könntet ihr mir helfen? Meine Tage sind gezählt. Ich möchte vor meinem Tod das Grab meiner lieben Frau besuchen. Könntet ihr mich dorthin geleiten? Erfüllt mir diesen letzten Wunsch und ich werde euch reich belohnen. Oh. Verlasst euch ganz auf mich. Ich werde die Angelegenheit erledigen. Ja, dann machen wir das doch mal. Wo will er denn hin? Ach Gott, in den Nordosten.
Ja, von mir aus. Dann nehmen wir aber erstmal Geleitschutz mit in Form von leckeren Wölfen. Nein, Hunden, immer noch. Es sind immer noch nur Hunde. So. Los geht's. Aber das ist interessant, dass ich mir von meinen eigenen Wölfen oder Hunden zehren kann. Wenn es mal wieder länger dauert. Ja. Achso, ich muss. Ja. Ich darf nicht in der Gruppe mit denen sprechen. Das ist auch ein bisschen komisch, dass er das nicht rafft. Selbstheilung kostet nur 600 Mark. Ja, gekauft. Was hat er noch? Entzug von Lebensenergie. Ja, das wollte ich eigentlich leveln mit Stufe 24. Die Frage ist nur, genau, da ist das. Taler. Ah. Davon brauchen wir, die kosten 100 jeweils. Aha. Das ist jetzt die Frage, was machen wir da? Kaufen? Das ist ein bisschen teuer, oder? Moment. Ach, der hat 42 Kosten. Ich würde sagen, wir gucken erstmal, wie viel wir brauchen, bevor ich jetzt hier anfange, hier großartig einzukaufen. So, den können wir benutzen. Jetzt die Selbstheilung zumindest mal so ein bisschen besser. So, was hast du? Ach, wieder einzeln, ne? Ach ja, dann bist du halt jetzt die Eins. Okay, jetzt die ganzen Auftraggeber offensichtlich. Feuerwand haben wir selten benutzt. Und was ist das jetzt? Ach, Moment mal. Irgendwas war mit, ich kann die finden. Ich muss gucken. Ich muss die bei Händlern überprüfen, wer mir dafür Geld gibt. Das sind dann die richtigen oder so. Ich könnte ja mal. Genau, ich kaufe mal eins und eins. Wollt ihr einen Taler für 100 Mark kaufen? Ja, ich glaube schon. Ich weiß es nicht. Irgendwas war da. Ist ja ganz gut, wenn man die dabei hat. Nicht. Die Komplettlösung, wenn es da schon drin steht. Ich kaufe mir jetzt immer einen. Ob das jetzt was bringt? Ich habe keine Ahnung. Aber ist mir Selbstheilung? Ja, von mir aus. Kaufen wir. Ein Taler bitte auch. Jawohl. Ansonsten haben die nur Schrott. Was haben wir eigentlich für einen Schrott? Ja, das mit 300 Mana ist halt auch nicht schlecht. Und regeneriert dann wunderprächtig. Das ist 5. Ja, das ist wesentlich schlechter. Leichter Gürtel der Magie. Weil ich habe so viele Gegenstände gesehen, die, wie soll man sagen, die Spezialsachen sind, aber von den Werten her eigentlich ziemlich Schrott. So, jetzt haben wir auf jeden Fall bei jedem eins eingekauft. Sehe ich das richtig? Jawohl. Gut. Dann wollten wir eigentlich nach Süden. Südosten. Machen wir das zuerst, oder? Genau, dann gucken wir uns ein bisschen um. So, 2 kann mal mit. Die dürfen sogar mal vorgehen. Oh oh. Ja, jetzt wird's witzig. Den dicksten holen wir mal auf unsere Seite, würde ich sagen, oder? Oder lähmen wir ihn? Ne, den machen wir aggro. Und dann lähmen wir einfach mal munter. Ach, die können ja gar nichts. Oder? Nee, eigentlich nicht. Dann könnte ich eigentlich gleich mal den hier lähmen. So, und jetzt alles drauf. Jetzt bin ich mal gespannt, ob ich hier auch Taler finde. Aber zeig es mir nicht an. Ah ne, es ist Gold. Reguläres Gold ist das hier. So, er kommt mit. Er hat jetzt ja sowieso nicht eilig, schätze ich mal, oder? Oh Mann, da geht's gerade weiter. Ja, das sind ein paar viele. Da könnte ich mal spaßhalber. Könnte ich da mal mit sowas wie diesem hier arbeiten. Andererseits. Wer haut denn hier richtig doll rein? Du da zum Beispiel, du hast so eine. Ach, hast du schon vergiftet? Ja, super. Super, sag ich da nur. Gut, und die Lebensenergie ziehe ich mir aus den Kollegen. Oh Mann. Die hauen da ganz gut rein. Ja, dann darfst du mal herhalten. So, der hier hat noch reichlich Energie. Bei dem mal alle.
Was ist noch hiermit gleich? Wahrscheinlich renne ich jetzt in die nächste Gegnertraube rein und dann habe ich ein Problemchen. Oh, da drin ist wieder so eine Burg mit logischerweise ein Skelettchen verborgen. So, der wäre weg vom Fenster. Nehme ich jetzt einfach mal die drei, die hier rumliegen. Warum eigentlich nicht? Ach ja, ich kann auch Selbstheilung benutzen. Die sind mittlerweile auch gar nicht so verkehrt. Auf Stufe, was weiß ich, was wir die jetzt haben mittlerweile. Haben wir da noch mehr? Leider nicht. Das macht aber nichts. Wenn wir schon mal hier sind. Aber wahrscheinlich wieder eine Aufgabe wie, oh, meine... Keine Ahnung. Geh da rein. Mach alles richtig. So, ich würde sagen, wir zaubern einfach mal wild drauf los. Wieso? Okay. Ach da. Ich habe mich schon gefragt, wo sie bleiben. Aber wenn sich alle gegen sie auf die Nuss hauen, ist das super. So. Du darfst ruhig mal alle Spaß haben. Moment. So. Und der da hinten im Eck auch noch. So, jetzt muss da hinten noch der Müll weg. Eventuell kommt noch ein Vieh raus. Nein. Kommt es nicht. Okay. Ich könnte mich ja mal einen Schritt zurückziehen. Ist er schüchtern oder warum greift er nicht an? Achso, die wollen miteinander kämpfen, ich verstehe. Und da bin ich natürlich nur... Da störe ich ja nur, ist ja klar. Ist ja klar. Aber die... Hallo, wo kommst du her? Egal. Ich weiß, wo du hingehst, nämlich zur Hölle. So, Lebensenergie wieder. Naja, zumindest... Zumindest immer ganz krass unterwegs, würde ich mal behaupten wollen. Was ist das? Ein totaler Müll. Den nehme ich jetzt einfach mal nicht mit. Ja, wir brauchen zwar Kohle, aber... Also so dringend, dass wir jeden Müll mitnehmen, würde ich sagen, haben wir es auch nicht. Ach, sehr schön. Karte ist hier vorbei. Das heißt, dann geht es im Südosten nicht mehr so viel. Kann es sein, dass die Karte ziemlich klein ist? Oder bilde ich mir das ein? Oder relativ, nicht ziemlich klein, sondern verhältnismäßig. Da haben wir schon, schon was ganz anderes gesehen, würde ich mal sagen. Achso, wieder so ein Kollege. Zum Glück haben wir den Feuerball eingesteckt, denn durch den stumpfen Schaden, den es, meine ich, verursacht, haben wir ganz gute Karten. Ja, hier haben wir auch schon mal reingeschaut, ein bisschen Ärger gemacht. Ah, da gibt es noch mehr Ärger. Man könnte auch... Da kommt das Vieh, lähmen wir einfach und ballern dann zwei, dreimal drauf. Dann ist das auch gegessen. Das ist die Kuh vom Eis. Und hier sind wir durch. Das heißt, wir müssen nach Norden. Den müssen wir auf jeden Fall zurückbringen, den guten Mann. Darauf erstmal ein Schlückchen. Kaffee. Wo ist er denn? Da ist er. Und der andere... Ne, geht ja nicht mit, ne? Der hat wieder keinen Bock, der Kollege. Wo ist er? Hier irgendwo? Ja, komm ran. Habe ich mich wegteleportiert oder ist er einfach nur zu langsam gewesen? Das weiß ich nicht. Schön folgen, Alterchen. Es soll ein Schaden nicht sein. Ja, die Hexe hat wahrscheinlich auch noch eine tolle Aufgabe. Jetzt gehen wir erstmal hier ins Gebirge. Wobei ich auch, vielleicht... nein. Wäre auf jeden Fall nett, wenn die Karte mal nicht ganz so groß wäre, nicht so weitläufig. Weil gerade das letzte Mal haben wir gemerkt, da konnte man keine 5 Meter laufen, ohne über krasse Monsterhorden zu stolpern. Und da geht's schon los. Da geht's schon los. So, dann kriegen wir das hin oder nicht? Tja, wenn nicht, muss ich mich da mal ganz kurz rüber teleportieren. Einmal feuern. Und wieder retour. Kein Bock. Achso, er will nicht. Oh, ein Level Up. Sehr schön. Dann bleibe ich halt stehen. Wenn es weiter nichts ist. Der muss weg. Den kann ich so nicht angreifen, ne? Kann nicht angegriffen werden, ganz klar. Macht nichts. Wir haben zum Glück andere Methoden.
Oh, der bringt es ja selber um. Das ist auch eine Option. Schwefel, ja. Ist jetzt zufällig ausgewürfelten Waffen. Ich weiß nicht, ob das so eine gute Idee ist. Ach, schon wieder solche Viecher. Was sind das? Werwölfe? Junger Werwolf, ja. Weiß eine Feuerwand vor mir? Kann mich das denn nicht irgendwie... Ach ja. Da müsste ich doch eigentlich unerreichbar sein, oder? Ja, es sei denn, die Wand ist offen. So, wie war das noch? Müsste ich nicht die... Müsste ich es nicht drehen können, die Wand? Aha, das hat schon mal gut funktioniert. Dann weg mit uns. Achso, das ist gar nicht richtig. Okay, ich dachte, es ist irgendwie ein schönes Gelände hier. Aber ist natürlich Quatsch. So, Hit and Run. Die gute alte Hit and Run-Taktik, die wieder mal wunderbar funktionieren sollte, eigentlich. Ne? Gut, dann her mit deiner Lebensenergie. Du Wurm. Ja, da im Zentrum. Müssen wir auch nochmal vorbeischauen. Das ist wahrscheinlich die Arena, was auch sonst. Genau, jetzt machen wir Trick 17. Ich latsche da wieder rein und lasse sie sich gegenseitig verdreschen. Alles andere ist doch Humbug. Alle andere Humbug. Ja, vor allem haben die jetzt gar keinen Bock mehr. Wo sind denn die Fernkämpfer hin? Gab es die nicht auch? Oder habe ich mir das Ganze nur eingebildet? Was hat er denn jetzt wieder... Jetzt hat er wieder irgendeine Idiotenwaffe aufgenommen. Was ist das denn hier? Ja, genau. Leg den Müll ab. Und nimm was Richtiges. So, zack. Ja, beim... Stimmt, ich bin über die Waffe der beiden Zauberer gelatscht. Und das ist natürlich totaler Quatsch. Warte mal, du bist noch da. Was laberst du mich denn voll? Ja, Moment. Moment. Kriegen wir hin. Aber, ne, Sekunde warten. Wenn es recht ist. So, einmal schießen. Oh, der hat wieder so eine Giftwaffe. Da wollen wir direkt mal lähmen. Machen wir gar nicht lang rum. Und damit der andere nicht nervt, machen wir es gleich in den Grün. Holen ein Vieh. Dann ziehen wir uns mal ein bisschen Lebensenergie aus einem von beiden. Haben wir Auto an? Jawohl. Jetzt müsste er mit dem Feuerball schießen. Und er tut's. Ausgezeichnet. So, ein bisschen Lebensenergie brauchen wir noch. Ziehen wir uns direkt wieder aus ihm. So, Auftrag ausgeführt. Ich kann aber gleich wieder zurücklatschen. Die nächste alte... Das war sehr nobel von euch. Der Dank eines weisen Priesters ist euch gewiss. Ich habe mein Wort gehalten. Welch ausgezeichnete Leistung, Jüngling. Ihr habt euch die Belohnung verdient. Mein Ehrenwort darauf, dass ich euer Geschenk nie gegen Arme und Schwache einsetzen werde. Ja, auf gar keinen Fall. Ja, Götter und so weiter und so fort. Was haben wir bekommen? Mal was Gescheites oder wieder nur Müll? Magische Tierbeschwörung. Oh. Ach stimmt, wir haben Level 24 erreicht. Und eine Zukunft von Lebensenergie. Genau, dann mache ich das. Das war eine ziemlich dumme... Obwohl, nee, es geht ja nicht anders. Magie erhöhen. Mei, ist das gut. Mei. So, wir können jetzt auf jeden Fall die Hauptsachen nicht mehr verbessern. Alles klar. Amok, 40 Sekunden brauchen wir nicht. Selbstheilung. Ja, ist nicht schlecht. Lähmung für 16 Sekunden. Können wir wahrscheinlich dann für... Ja, Aber gut, dass ein Zweierschritt mittlerweile schon geht. 18 Sekunden, 16 Sekunden. Reicht eigentlich, oder? Sturm. Sturm habe ich auch selten benutzt, nur wie Feuerregen. Magische Reflexion. Ich habe irgendwie so das Gefühl, dass ich das hier tatsächlich noch ein bisschen hoch... drücken sollte. Oder ich gehe weiter auf Stärke der Magie. Magische Reflexion. Irgendwas sagt mir, dass es vielleicht nicht verkehrt wäre, das so weit wie möglich hochzudrücken. Dass eben die, vielleicht gibt es später die krassesten aller Feuerbälle, die es gibt. Und da wäre es natürlich ganz günstig, wenn da alles zurückgeschleudert wird. Und ich behalte mir auch den einmal über an diesen zwei. Jetzt bekomme ich 6, dann sind wir mal bei 8. Wie man es dreht und wendet. Ich kriege ja 6 dazu. Aber vielleicht geht es irgendwann in den 4er Schritten. Ich lasse es mal offen. Genau. So. Aufgabe erfolgreich ausgeführt. Der ist glücklich. Hoffentlich will einer von denen jetzt einfach nur... Oder einer von den Auftraggebern hier, dass ich irgendwas
mache, wie zum Beispiel... Ja, hier, die. Was hat sie denn zu sagen? Geh zur Festung. Gegrüßt, hallo. Ankömmling. Ah, ihr überrascht mich. Grüße von mir und Mutter Erde. Stellt euch vor, noch nie sind die Riesen bis zu meiner Hütte gekommen. Schon meine Großmutter lebte hier, aber von Riesen hat sie mir nichts erzählt. Jetzt haben diese überdimensionierten Trampeltiere nichts Besseres zu tun, als um meine Hütte herum zu kampieren. Ich kann nicht nach Hause gehen und meine Katze muss gefüttert werden und ich habe noch einen Zaubertrank auf dem Herd stehen. Bitte vertreibt diese überflüssigen Monster. Na gut. Euer Wunsch ist mir Befehl. Leb wohl, junger Krieger. Ich wäre... Ach, wäre ich doch 100 Jahre jünger. Okay. Ganz im Norden müssen wir weiter. Na gut. Wir waren ja sowieso auf dem Weg, von daher alles supi. Gut. Das mit dem Teleportieren ist echt nicht schlecht. Zack, komme ich gar nicht hinterher. So schnell sind wir unterwegs. Aus Abkürzen ist das wirklich ideal, oder? Habe ich das gezaubert? Jawohl. Vielleicht mal so einen kompletten Bildschirm überbrücken. Das ist hervorragend. Also müssen wir es von dem... Wie hieß das denn noch? Bei... Ach Gott, bei Diablo. Ja, Teleportation. Ah, so hieß das also. Verrückt, diese Zauber und wie sie manchmal heißen. Was? So, ihr dürft mal alle verdreschen. Da wäre es schön, wenn man die Reichweite irgendwie verändern könnte von denen. Ja, ich habe jetzt nichts Besseres zu tun, also lasse ich die mal einfach sich gegenseitig verdreschen. Ja, was ist jetzt los? Bleibst du mal bestehen? Oder geht ja... Ah! Riesen töten. Ganz klar. Wie wär's, Oh! Alle mal aggro werden, bitte. Sehr schön. Wieder was zurückgeschleudert. Also Rückwärtsgang ist jetzt angesagt. Und weiter Terror machen lassen. Ja, machen wir so. So, sobald sie einen roten Schimmer haben, schätze ich mal, sind sie bereit, verdroschen zu werden. Also zumindest ins Getümmel zu stürzen. Wie aus dem Nichts feuert irgendein mieser Zaubermann. Das ändern wir. Kann aber nicht angehen. So. Halt. Mal schön hier Ärger machen. Wieso will der nicht? Willst du nicht gehorchen? Gut. Das hat aber ganz schön Lebensenergie gekostet. Junge, Junge. Achso, ich kann ja auch notfalls... Ja klar, ich kann auch selber heilen. Also, Riesen. Wie machen wir die weg? Wir machen hier gar nichts. Die können sich mal gegenseitig totschlagen. Aber was sie tun werden? Sieht gut aus, ja? Was ist das mit denen? Spezieller Riese, resistent gegen stumpfe Waffen. Und deswegen schießt du mit stumpfen Waffen drauf. Moment, das will ich jetzt mal überprüft wissen. Wir machen, genau, stumpfe Schlagwaffen. Was für ein Schwachsinn. Das funktioniert schon wieder nicht. Ja, das macht nämlich den richtigen Schaden. Aber unten ist auf Auto gewesen. Er müsste eigentlich den richtigen... Oh oh. Den richtigen gewählt haben. Du darfst mal mitspielen. Du bist auch direkt beschossen. Auch das gehört sich so. Den Rest entziehen wir einfach in Lebensenergie. Oh. Tja, das war's wohl mit der Katze und der Hütte. So ein Unglück aber auch. Gut, dann Meldung machen. Oh, das ist noch Gold. Wieso genau habe ich mich eigentlich zurück... Egal. Ja. Kann ich das nicht irgendwie sinniger machen? Das Problem ist, ich werde... So vielleicht. Ah. So ist gut. Wo kommst du her? Und warum? So. Hat nicht funktioniert? Dann gleich nochmal. Also richtig funktioniert tut das nicht. Vielleicht wenn ich, halt, diese hier unten gleich die alte, ne? Jawohl. Und Meldung.
danke euch. Kann ich wieder nach Hause gehen? Oh, sind das heutzutage? Nicht der Rede wert. Ja, das ist die Belohnung für den tapferen Krieger. Ich danke euch für dieses... Auf ja, Wiedersehen, ja. Junger Held. Auf Wiedersehen. Verlasst niemals den Pfad der Truden. Der was? Truden? Ja. Vielleicht hätte man noch erwähnen sollen, dass die Hütte so ein ganz kleines bisschen... Naja... Vielleicht sollten wir es auch einfach nicht erwähnen. Ach ja, wir haben was bekommen. Hat sie denn was Gutes? Nein. Mana erhöhen um 50 Punkte, Prozent. Gibt 300. Ach nee, dann müsst du nicht den ausziehen, oder? Ja, ist auch wieder mal totaler Quatsch. Finde ich ehrlich gesagt ein bisschen schade. Warum finde ich so viel Schrott? Warum ist das so? So, wir haben... Das hier, das kann weg. Jawohl. Magie erhöhen. Ganz... Ach ja, oh, war das Schaden der Magie erhöhen? Um einen großen Wert. Stärke der Magie um 40 Punkte. Oh, das war gar nicht mal so schlecht. Was haben wir denn aktiviert? Na gut, die krasse Regeneration. Das ist natürlich... Das brauchen wir auch. Davon brauchen wir sogar mehr. Wenn ich davon mehrere hätte, mehrere, hätten wir... Würden wir es in 15er Schritten beides hochgedrückt bekommen, wenn es denn sowas gibt. 15. Ja, doch, das gibt es, glaube ich. So, was ist hier los? Findet Gromtar, den Weißhäutigen und so weiter. Ich kann ja mal am Rand der Arena entlang latschen. Ach Gott, hier, und ich wette, hier kann ich wieder Terror machen, oder? Oh. Stadtwache. Ja, okay. Wieder nicht. Er muss wollen. Ah, die wollen raus, aber ist nicht. Ist nicht. Hier wird keiner gehen. Aber schön, dass sie erstmal alle Nicht-Verfluchten sozusagen angehen. Und dann erst den Rest. So, jetzt versucht er zu mir zu kommen, aber es wird nicht ganz funktionieren, weil die Tür ist zu. Naja, jetzt versagt leider die KI wieder. Gut, dann weg mit der Lebensenergie. Hat nicht wirklich... Der hat weißes Fell, aber er ist die Stadtwache. Das heißt, er wird ja höchst vermutlich nicht... So, was ist dein Problem? Wie kriegen wir das sinniger hin? Wir können ihn lähmen. Wir müssen sowieso hier rein. Einer geht noch. Und noch einer geht rein. Schon wieder einer keinen Bock. Ja, Lähmung ist mittlerweile ganz gut. Mit dem Wert, den wir haben, deswegen... Oh Mann. Am besten noch so ein Köder. Und... Na ja, gut, wenn es nur einer ist. Es sind zwei. Euch gegenseitig verhauen, bitte. Wenn ich hier mal einsammle. Ist das ein guter? Ne, der totale Schrott. Aber wirklich der absolute Müll. So, wer überlebt? Du überlebst, sehr gut. Belohnung bekommst du auch direkt in der Gesicht. Nein. Oh, was sowas Feines. Jetzt sind wir doch im Inneren. Ja, ich würde mal gucken. Man wird ja wohl noch gucken dürfen, oder? Zack. Und hier wieder... Ja, wahrscheinlich will irgendjemand wieder hier hingebracht werden. Ach, das ist die Hütte, ne? Richtig. Halt! Immer schön die goldene Mitte ballern. Warum nicht gleich so? Warum nicht immer? Ne? Einfach reinschießen und dann ist so Ruhe. Das wäre doch ein Traum. So, den ganzen Norden haben wir jetzt auch. Und hier geht's gar nicht weiter. Warum? Kriegen wir das eigentlich hin? Okay. Hier sollen wir wahrscheinlich gar nicht lang. Interessant. Ist hier die Arena? Ne, was ist das hier? So eine Grabung? Grabungsstätte oder was genau ist das hier für ein Quatsch? Oder ist das die Arena? Sieht nämlich ziemlich arenös aus, muss ich sagen. Sind wir im Zentrum in der Mitte und den ganzen kaputten Waffen. Wahrscheinlich, was?
Ja, wobei ich nicht glaube, dass wir hier wirklich hin sollten. Da hat jemand wieder eine tolle Aufgabe für uns. Eins. Wie eins? Eins was? Eins Bogen? Eins Tür? Okay. Hier ein langer Gang. Das ist eine Art Thron... Vorhof zum Thronensaal oder so. Nee, Regenerationsdöns. Interessant. Die ist wirklich ziemlich klein. Die ah, das ist die Arena. Oder eine. Ach, wahrscheinlich steht da eine 2. Okay. Vielleicht muss ich irgendwie in den ganzen Arenen bestehen. Also der Standard. Muss mich beweisen. Und dann, wenn ich bewiesen habe, dann ist alles toll. So. Mhm. Ich glaube, die können mich nicht erreichen. Kann das sein? Genau. Das hat mich alles hier tiefer gelegt. Die Arena oder überhaupt diese Festung im Zentrum. Gromtar müssen wir finden. Der ist im Zentrum der zentralen Festung. Nun, gut. Ja, komm, machen weg. So. Hier mit der Lebensenergie. Du Wurm. Ja, komm, wir geben ihm den Feind mal entgegen. Das ist schon wieder Feind. Dem Knüppel darf mal anfangen. Wir halten so eigentlich gar nicht viel aus, ne? Ne, der muss weg. Der ist das eigentliche Übel. Lebensenergie weg. Hervorragend. Sagen sie keinen Schrott fallen lassen? Ach, oh oh. Ja gut, die haben ja keine Chance. Und die anderen haben keinen Bock. Ja, Reflexion ist wichtig. Achtung. Achso, ich dachte, die... Jetzt geht's ja wieder los. Aber noch nicht. Auch nicht doch. Hoffentlich töten sie mich nicht. Das wird dumm. Egal. Heilung. Ja, doch. Es funktioniert langsam. Gut, kein Skelett. Und du bist eine... Donnernder Höllenstab. Schaden durch Magie 80. Ich meine, wieso kriege ich den Quatsch? Ist das nicht irgendwie gelevelt oder sowas? Oh oh. Haben sie jetzt beide? Ja, sie haben beide Lust zu nerven. Und die dahinter müssen wir doch einfach abknallen können, oder? Ja. Gilt denn der Flächenschaden? Nein, tut er nichts. Gut. Macht aber nichts. Ach Gott, jetzt fehlt ein Hauch. Haben wir dafür irgendwas Sinniges? Nee, komm. Die Sekunde haben wir. Ja, eigentlich sind wir schon. Eigentlich sind wir schon durch. Wo führt denn das hin? Wahrscheinlich zum Zentrum, oder? Ihr könnt nicht noch mehr tragen. Ach Gott, jetzt geht das schon wieder los. Sind wir schon wieder so krass unterwegs gewesen? Werde aggressiv. Und du auch. Darf das wieder nicht, macht aber nichts. Boah. Kriegt direkt den Knüppel ans Hirn. So ist natürlich fein. Aber wir Lebensenergie brauchen, nehmen wir es von den Dicken, oder? Ja. Wollt ihr gerade zum nächsten gehen? Ne, er geht wieder in Position. Zum Rumgammeln. Hervorragend. So, was ist da unten? Wir werden es gleich sehen. Zack. Das macht auch Laune, muss ich sagen, mit diesem. Mit diesem Teleportationszauber. Na? Muss ich in Deckung gehen? Eigentlich nicht. So, wer will aufs Maul? Ihr wollt alle aufs Maul, ich weiß es doch. Aber, na, ich fange mal an mit normalem Angriff. Da haben alle ein bisschen was davon. Das war dumm. Scheiße. Ja gut, dann hier in die Mitte. In die goldene Mitte. Oh oh, Skelette. Nee, Hexen. So habe ich mir das eigentlich nicht gedacht. Ja, so ist schön. Ein Schuss und Feierabend. Ja. Ich komme hier nicht ran. Das ist gut. Und die dürften eigentlich alle gleich umkippen, oder? Na, doch. Funktioniert. So, wer noch lebt. Und das wird besonders spannend. Jetzt dürfen die alle hier gleich einen Löffel abgeben. Das sind nämlich diese Kinderskelettchen. So, Lebensenergie ziehe ich mal von dem ab. Der hat am meisten, schätze ich mal.
Ach ja, komm. Und weg damit. Gut, den letzten Schuss warten wir auch noch ab. Warum eigentlich? Warum nicht? So. Und so wie es aussieht, sind wir gleich wieder am Anfang. Aber zuerst muss der hier weichen. Vielleicht soll ich jetzt wieder auf Auto gehen. Ja, und er wechselt sofort zu seiner stumpfen Waffe, die massiven Schaden austeilt. Heilung. Obwohl, muss ich gar nicht. Ich kann mich auch da hinstellen. Die benutze ich schon gar nicht mehr. Ist das nicht verrückt? Ist das nicht verrückt? Ach ja, da wieder einen tollen Auftrag. Ein toller Auftrag hier im Süden. Und hier ist wieder Dörfchen angesagt. Nee, hier ist Feind. Ach ja, ups. Sowas Ungünstiges aber auch. Heißt, hier unten dürften wir eigentlich sicher sein, oder? Und weg sind wir. Gucken wir das hin. Den Wolf vielleicht, dass er platzt. Jo. Das hat funktioniert. Ah, reicht nicht. Doch, reicht. Hervorragend. Jetzt schauen Sie erstmal und gucken. Komme ich da hin? Komme ich da nicht hin? Wissen nicht so genau, was wir machen sollen. Ach komm, wir suchen den Kampf einfach. Was soll der Quatsch? Warum soll man denn feige davonlaufen? Und da brennt ja die Hütte und die Bäume kippen um. Auch ein tolles Feature, wie ich finde. Macht immer wieder Laune, irgendwelche Sachen kaputt zu machen. Okay. Du bleibst mal ganz kurz stehen. Und dann kümmern wir uns um den anderen Quatsch. Andererseits, den können wir ein bisschen aggro machen, wenn er schon mittendrin steht, statt nur dabei. Warum eigentlich nicht? Okay, mit einem Schlag. Mit einem Schlag ist der Mund. Hervorragend. So, schön auf den losgehen. Der wird hoffentlich auf den anderen auch aufmerksam, ja? Ich habe ihn. Ich meine, ich habe ihn nicht gelähmt. Warum er sich nicht mehr rührt, weiß ich nicht. Schön. Aber finde ich ganz gut. Es sind keine krassen Gegnerhorden mehr hier. Das, was wir hier vor uns haben, ist eigentlich relativ überschaubar. Da ist wieder ein lustiger Priester, aber ein guter. Ein guter Priester. Gibt's sowas? Ja. Wahrscheinlich. Und da hat wieder jemand eine tolle Aufgabe. Ja, machen wir das nächste Mal, würde ich sagen. Jetzt würde ich nämlich gerne einfach mal den Weg. Ach, jetzt haben sie auf einmal alle Aufgaben. War das nicht sonst immer so, dass sie erst Stück für Stück und so weiter? Ah, okay. Wir hätten direkt von Anfang an über die Brücke latschen sollen. Und dann wären wir wohl. Ah ja, dann wären wir genau hier im Dorf rausgekommen, im Dorf vor der Festung, vor der Arena. Ja, da ist was los. Der hat jetzt auch eine Aufgabe. Naja, mal gespannt. Ich würde sagen, hier machen wir das nächste Mal weiter. Hier, so schön erleuchtet. Wir haben also einmal die komplette Basis umrundet, aber das war jetzt ziemlich kurz. Kann es sein, dass die sehr kurz ist, die Karte? Das ist auf jeden Fall möglich. Ich weiß es nicht. Ja, wie gesagt, irgendwas war da mit Arena und Kämpfen und Gold und den Talern. Wir haben jetzt schon mal welche mitgenommen. Aufgaben gibt es noch, das machen wir dann wahrscheinlich beim nächsten Mal, würde ich mal vorschlagen. Und dann gönnen wir uns mal den komischen Minotaurus und das Zentrum der Karte. Und dann gucken wir mal, was hier noch alles zu tun wäre. Vielleicht müssen wir auch in der Arena bestehen, so ein richtig krasser Kämpfer. Na, kennt man ja, man muss sich vielleicht beweisen oder so, ich weiß es nicht. Beim nächsten Mal werden wir es sehen. Ich danke fürs Zuschauen, sage bis zum nächsten Mal. Auf bald.